überhaupt hier die Pressekonferenz stattgefunden hat heute, weil ja das Kaltenberger Ritterturnier unser Unterstützer, unser Sponsor gewesen ist, neben einem anderen unbekannten Spender. Und diese Ausstellung, die ist unser Beitrag zum Jubiläum 50 Jahre Olympische Spiele in München 1972, 2022. Es gibt ja alle möglichen Veranstaltungen heuer in München. Und wir werfen den Blick zurück. 500 Jahre Turniere, Wettkampf und Spiel. Das ist unsere Ausstellung. Und um drei Sachen geht es mir, wenn ich den Besuchern versuche, das Thema nahezubringen. Zum einen, Turnier, das ist mehr als zwei Ritter auf dem Pferd, die mit Lanzen gegeneinander reiten, sondern es sind ganz viele verschiedene Turnierarten, genauso wie Sportarten heute und genauso wie sie ja auch gerade bewaffnet sind. Das zweite ist die Begeisterung, die die Turniere schon vor 500 Jahren entfacht haben, nicht anders als eben, also man sieht es in Kaltenberg sowieso, aber eben halt auch ja, bei Olympischen Spielen, anderen sportlichen Veranstaltungen heute. Und das dritte, was die Leute mitnehmen sollen, sind unsere hervorragenden Exponate, unsere Objekte, die teilweise immer ausgestellt sind, wie zum Beispiel hier dieser Harnisch, spätes 16. Jahrhundert zum Freiturnier, also wo der auch eine möglichst große Beweglichkeit voraussetzte, nicht ganz unähnlich ihren Harnischen. Aber dann haben wir halt auch solche Sachen wie jetzt solche Sensationen. Das hier ist ein Stechreiter, der seit 500 Jahren in dem Zoo aufgezäumt, bewaffnet ist. Ununterbrochen, also wie man eigentlich keinen, also es gibt natürlich genug Harnische, Turnierharnische in den verschiedenen Museen, aber zusammen mit dem Zaumzeug, mit Steigbügel, also es gibt nur noch einen von zweien, mit Zügeln und auch diesem Stechsack, also diesem Stoßdämpfer vor dem Pferd, das hat sich jetzt so nur hier in diesem Spielzeug erhalten. Das war ein Spielzeug oder vielleicht ein Lehrwerkzeug für Patrizierknaben. In diesem Fall kommt es aus einer Nürnberger Patrizierfamilie. Was auch dazu gehört, ist diese Pferdedecke. Die kommt jetzt aus dem Depot. Die hatten wir jetzt ewig lang nicht aufgestellt, weil der jetzt noch etwas gut ist. Da war über diesem Pferdchen, war aber der Ersatz aus dem moderneren Weide. Und so hat man nicht den Kopf des Pferdes gesehen. Und das war jetzt auch wieder eine kleine Sensation, nämlich dieser Leinenstoff, den das Pferd auf der Stirn trägt. Das dient natürlich dazu, dass das Pferd nichts sieht und dass es geblendet wird und nicht scheut. Aber wir wussten überhaupt nicht von der Existenz von so einem Objekt. Als Original hat es sich nirgendwo erhalten. In den Quellen kann man es finden, aber es gibt so viele Begriffe, die halt in alten Texten stehen. Und wenn man nicht weiß, was dahinter steckt, das ist wie Hieroglyphen, dann ergibt das alles keinen Sinn. Aber das ist eine Blendkappe gewesen, die das Pferd unter der Pferdedecke getragen hatte. Sieht man naturgemäß nicht auf Turnierdarstellungen, weil natürlich immer nur die Pferdedecke zu sehen ist, aber nicht das, was das Pferd halt drunter getragen hatte. Das ist schon eine tolle Sensation gewesen, dass wir dieses Pferdchen hier in der Sammlung hatten, denn sowas gab es jetzt woanders nicht. Das ist jetzt wirklich authentisch, 16. Jahrhundert, da deutet nichts darauf hin, dass es irgendwie eine Fälschung, eine Nachahmung aus dem 19. gewesen wäre, wie es gelegentlich vielleicht auch sein könnte. Umso überraschter waren wir dann, dass also wo kein anderes Museum sowas Ähnliches hat, dass wir gleich noch ein zweites Pferdchen dieser Art hatten. Nicht ganz identisch, jetzt wiederum auch nicht fürs Gestech oder Stechen, wie hier in der ersten Figur bewaffnet und aufgezäumt, sondern fürs Freiturnier mit einem Vollharnisch fürs Pferd im Stile Mitte 16. Jahrhundert. Und nicht nur im Stile von, sondern es ist Mitte 16. Jahrhundert und ebenso auch der Harnisch, den der Reiter trägt. Also ähnlich wie der vergoldete Harnisch, den wir da vorne sehen. Und das ist ein Stück, das haben wir jetzt aus dem Depot gezogen. Das war nämlich einfach über Jahrzehnte lang nicht ausgestellt. Es war in furchtbarem Zustand. Sockel und Pferdebeine sind erneuert. Das macht einen etwas neueren Eindruck, aber ansonsten ist alles halt Oberfläche. 16. Jahrhundert. Was haben wir noch? Sie fechten ja vor allen Dingen, oder? Ja, genau. Ein Fechtbuch zum Beispiel, das sehen wir hinten in der Vitrine. Ich auch lange keiner davon gewusst. Ich weiß nicht, wie weit jetzt mit Kollegen vertraut sind, die sich mit solcher Literatur dann befassen. Daniel Jacquet
und Olivier Dupuis aus Straßburg, also der Daniel Jacquet ist Schweizer. Und die haben das Stück quasi bei uns gefunden über alte Fußnoten. Haben die mitgekriegt, ja, es hat mal bei uns so ein altes Buch gegeben, eine Handschrift von Joachim Meyer von 1561. Stimmt das, dass es bei euch war? Das hat dann irgendwie eine Kollegin aus der Bibliothek dann bestätigt. Na, es war nicht nur bei uns, sondern es ist immer noch bei uns. Es hat aber niemand jemals wieder irgendwie hervorgeholt. Also ich wusste auch nicht davon. Und das kann man natürlich jetzt nur mit einer Seite aufgeschlagen zeigen. Zeigt eben das Fechtner mit allen möglichen Waffen, also mit Langschwert, mit Fußsack, also Sie kennen das wahrscheinlich besser als ich dann noch, auch vom Umgang her. Und mit Stöcken, mit quasi mit ganz langen Stäben, also wie Piken. Und das Besondere für dieses Buch ist zumindest, dass es halt auch eben das Fechten im Harnisch zeigt. Es hatte nämlich, Fechten war eher eine bürgerliche Sache im 16. Jahrhundert oder bürgerlicher geworden. Aber es hatte, dieses Buch hat wiederum einen Adressaten gehabt, Johann Georg von Pfalz-Feldens. Wie auch immer, jedenfalls hoher Adel, und für den war natürlich ein Harnisch durchaus erschwinglich, sodass er dass jetzt auch diese Seiten, die es hier fürs Fechten im Harnisch gibt, und mit diesen ja, Kombinationswaffen sind es ja teilweise so ein Zwischending, teilweise zwischen Streitkolben und Langschwert oder Streithammer, da kommt ja so manches zusammen. Also für ihn war sowas dann halt passend. Wir können hier nur die eine Seite zeigen auf dem Bildschirm drüben. Ich weiß nicht, wir haben es gerade schon gesehen, dann irgendwie, als ich gequatscht habe, da waren noch ein paar andere Seiten dann zu sehen mit den anderen Waffen. Was kann ich noch zeigen? Was Spezielles? Film, Ritterturnier Kaltenberg zum Beispiel, sehr wichtig. Also das wechselt sich ab mit der Landshuter Hochzeit. Genau, und also genau zum Fechten gehört natürlich auch noch die Wieselichtlinie mit, das ist jetzt nur exemplarisch, das ist jetzt quasi eine Ergänzung zu dem Fechtbuch, es ist sowas wie halt das Nachwort oder der Epilog zu den großen Turnieren, mit jetzt drei Sachen, die ich jetzt als Laie auf dem Gebiet des Fechtens, also ich bin ja eigentlich von Haus aus Kunsthistoriker, aber die ich jetzt interessant fand. Zum einen hier der Rapier als Zielfechtwaffe des 16. Jahrhunderts und natürlich sehr modisch, sehr fesch. Und das andere ist halt dieses Langschwert mit einer sehr langen Fehlschärfe. Also das, denn so viele, soweit ich jetzt eben recherchiert habe, so viele Schwerter konnte ich jetzt bei meinen Kollegen in den großen Waffensammlungen auch viel größer als unsere, konnte ich jetzt nicht finden. Also das macht jetzt dieses Schwert dann eben etwas spektakulärer. Und dann eben den Buckler da unten, Oberitalien ist ja entstanden, da gibt es hier und dort ziemlich identische Stücke. Und ich weiß nicht, kämpfen Sie mit Buckler auch? Oder? Ja, genau, muss ich da nichts weiter. Ringstechen, das ist natürlich jetzt total degeneriertes Turnier, wenn man so will, auf den Ring dort zuzureiten. Immerhin, das ist jetzt eine sehr frühe Darstellung, die wir jetzt hier auf diesem Teller dargestellt haben. Und hat es in München dann auch im 18. Jahrhundert gegeben. Münchenburger Schlosspark, die Gondeln hier in der Mitte, die sind jetzt eigentlich nur die Zuschauertribünen gewesen für ja, den Kurfürst von Bayern und seine Gäste. Das, was für uns interessant ist, ist das, was jetzt hier passiert. Ringstechen oder wo man denn, also zum einen hier sind es die Kavaliere, so hat es damals geheißen, die halt auf dem Pferd versuchen, Holzköpfe von diesen Holzfiguren abzuschlagen. Sie sehen schon, der Maler hat jetzt da mehr das Augenmerk so auf die Boote dann gelegt und das Ganze und weniger auf die Details. Und hier auf der anderen Seite ist es, gibt es endlich die Geschlechtergerechtigkeit. Nämlich da kommen auch die Damen dann zum Zuge, die sitzen in diesen Wägelchen, zwei Spänner, die dann von Männern, Herren gelenkt werden. Und sie selber haben dann so leichte Turnierlanzen und versuchen halt sowas wie diese Zielscheiben zu treffen oder ebenso wieder so Holzfiguren, wahrscheinlich mit Türkenköpfen, die es halt damals eben, die ja aufgesetzt wurden auf die Holzfiguren und die dann halt heruntergeschlagen werden mussten. Ja, das ist dann halt so Ausklang. Wir haben ja keine riesig große Waffensammlung, aber eben eine sehr hübsche, sodass es eben wir genug Exponate haben, um jetzt diese Ausstellung zu bestücken. Also mit Teilen, mit Objekten aus dem Depot oder mit Sachen, die jetzt immer bei uns ausgestellt sind.
Ja, und das ist eben, wie gesagt, Wettkampfturniere vor 500 Jahren. Da vorne aber noch zwei tolle Turnierbilder, die ich ganz kurz drauf rein. Einmal das, was hier ein Turnier im Wortsinn ist, also zumindest jetzt in der Sprache, in der Definition des frühen 16. Jahrhunderts, ein Freiturnier, wahrscheinlich in Innsbruck, zumindest in Österreich, genauer wohl Tirol. Das Original von diesem Bild hängt in Tirol auf Schloss Kratzberg. Das ist eine minutiöse Kopie aus dem 19. Jahrhundert von dem Restaurator, der das Originalgemälde wiederhergestellt hatte. Und es zeigt dann halt wirklich auch das Turnier in den Phasen, die halt relevant gewesen sind in der Zeit. Zum einen halt eben mit dem Brechen der Lanzen, das sind jetzt hier die beiden Reiter, da liegen dann die gebrochenen Lanzen von dem zweiten Reiter da, die dann im zweiten Durchgang eben mit stumpfen Schwertern dann kämpfen. Also ein wenig ein Wimmelbild, das liegt natürlich jetzt auch an all den Zuschauern. Es gibt auch noch eine ganze Reihe von anderen Rittern am Rande, die sich vorbereiten und man weiß jetzt nicht, in welcher Phase die sich jetzt genau befinden. Insofern ist es etwas unübersichtlich. Ähnlich wie auf diesem Bild ein Stechen in Nürnberg auf dem Hauptmarkt, also die Frauenkirche, ist heute der Christkindlesmarkt. Und 1561 das letzte Stechen seiner Art in Nürnberg gewesen, wo es dann die Patrizier sind. Die waren ja jetzt, die haben sich selber als adlig verstanden, aber im Sinne des Adels von außerhalb der Stadt waren sie natürlich, galten sie nicht als adlig oder geschweige denn ritterlich. Aber die Nürnberger hatten ein eigenes Verständnis von sich selber gehabt und haben deswegen dann halt auch über Jahrzehnte, also im 15. und 16. Jahrhundert, diese Stechen untereinander abgehalten, ohne Gäste von auswärts und ohne auch sich selber zu beteiligen an den Stechen außerhalb. Es sind insgesamt 8 Reiter, die man hier sieht. Jeder hat da sein eigenes Gefolge. Jeder hatte nämlich 4 Knechte gehabt. Also Knechte, die sind hier in den Narrenkostümen, also hier immer in den heraldischen Farben zugeordnet. Also schwarz, diese 4, oder dann hat man hier die roten. Dann gibt es den Stangenführer, der dann die Lanze anreicht, und den Rüstmeister, der dann halt jeweils in den Harnisch hilft. Das waren die festgelegten Rollen. Und wenn man das einmal kapiert hat, dieses System in diesem Bild, dann ergibt das Ganze dann natürlich auch für die Laien zumindest. Sollte es dann auch mehr Sinn ergeben. Ja. Gerne. Ein kurzer Einblick dann. Angenehm kühl hier, ne? Als wir die Ausstellung hier eröffnet haben, dann war es dann irgendwie ziemlich schnell immer ziemlich warm im April, also verglichen mit den anderen Räumen, aber jetzt im Sommer ist es hier einer der angenehmeren Räume im Haus, weil ich auf aus Nordseite und zum Hof bin und auf der anderen Seite in größeren Räumen ist es dann doch immer wärmer. So, nochmal kurz für die Zuschauer, wie lange ist die Ausstellung noch? Die Ausstellung ist bis zum 6. November 2022, also wir haben noch immer 5 Monate, die zu sehen. Und von wann bis wann morgens? Von 10 bis 17 Uhr, von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr und donnerstags auch bis 20 Uhr. Dann vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Gerne.